Autofahrer müssen sich am Beginn des Wochenendes auf glatte Straßen einstellen. Denn ab Freitagnachmittag zieht ein Regenband über Deutschland hinweg, wie der Deutsche Wetterdienst, DWD, mitteilte. Die Folge: In der Nacht zum Samstag fällt in den Hochlagen Schnee, und im Flachland gibt es Regen, der auf dem eiskalten Boden sofort gefriert. Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach prognostiziert fürs Wochenende einen zögerleichten Temperaturanstieg mit maximal plus 2 Grad am Samstag und plus 5 Grad am Sonntag in Franken. Dementsprechend kann auch bis zum Sonntagmorgen etwas Schnee fallen. In der Nacht zum Freitag werde es noch einmal bis nahe minus 10 Grad abkühlen, so Ochs, der anfangs ein böenstarker Ostwind lässt am Freitag nach. Bis Freitagabend bleibt es niederschlagsfrei. Am Samstag und Sonntag ist es wechselnd bewölkt. Mal scheint die Sonne, mal regnet es ein bisschen. Punkt wann und wo es glatt wird, ist noch unklar. Das kommt darauf an, wann und wie viel es regnet. Punkt tagsüber wird es überhaupt nicht gefährlich, sagte ein Meteorologe des DWD am Donnerstag in Offenbach. Denn dann liegen die Temperaturen vielerorts über dem Gefrierpunkt. Auch dort, wo es besonders viel regne, gäbe es kaum Glätte, der Regentauer entstehe in das Eis sofort wieder weg. Nachts sind glatte Straßen hingegen überall wahrscheinlich, da es deutschlandweit Frost gibt. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zum Samstag im Südwesten bei minus 7 bis minus 1 Grad, sonst bei minus 6 bis minus 12 Grad. Tagsüber werden bis zu 6 Grad plus erwartet, am Sonntag am Oberrhein und dem Alpenvorland sogar bis 11 Grad. In der nächsten Woche herrscht Durchschnittswetter für Anfang März, so Wetterexperte Stefan Ochs. Es ist wechselnd bewölkt, gelegentlich fällt etwas Regen oder Schneeregen. Punkt am Tag plus 5 bis plus 10 Grad, in den Nächten bis minimal minus 3 Grad.